In diesem Video wollen wir uns die boolschen Variablen nochmal genauer anschauen. Wir haben sie in einem früheren Video bereits kennengelernt als eine der Variablentypen, die der Arduino uns zur Verfügung stellt. Und wir wissen bereits, dass sie nur zwei Zustände oder zwei mögliche Werte überhaupt einnehmen können. 0 oder 1. Wobei die 0 für ein falsch steht oder auf Englisch false. Und die 1 steht für wahr bzw. für true. Was kann man jetzt alles mit diesen boolschen Variablen machen? Die boolschen Variablen sind als erstes Teil der sogenannten boolschen Algebra. Das ist der größere Mathematikzweig, der sich mit solchen Variablen beschäftigt. Da gibt es auch ganz andere Operationen wie in der normalen Algebra. Und genauer gesagt sind sie genau 4. Schauen wir uns die mal an. Als erstes möchte ich Ihnen den Operator und darstellen. Auf Englisch immer and geschrieben. Die mathematische Variante dafür ist so ein Häuschen. Und das wird oft in der lascheren Schreibweise mit einem Multiplikationspunkt ersetzt, weil es eben ein bisschen leichter zu lesen ist. Wie funktioniert jetzt so ein Und-Operator? Wenn ich zwei Variablen habe, boolsche Variablen a und b, dann bastle ich mir erstmal so eine Art Tabelle. Das nennt man eine Wahrheitstabelle. Und hier kann ich mir jetzt ausdenken, welche möglichen Kombinationen von a und b habe ich. Das sind gar nicht so viele, das sind immer genau 4. Nämlich wahr und wahr, wahr und falsch, falsch und wahr und falsch und falsch. Der Und-Operator macht jetzt Folgendes. Er sagt, a und b ist immer dann wahr, wenn beide Variablen a und b eben wahr waren. Das heißt, nur hier ist das Ergebnis wahr und in allen anderen Stellen dieser Wahrheitstabelle ist das Ergebnis unserer Und-Operation ein falsch. Denn der zweite Operator, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist der Operator oder, genannt auch or, auf Englisch, mit diesem Häkchen meistens in der boolschen Algebra repräsentiert oder eben mit dem Plus. Dort sieht es folgenderweise aus, eigentlich der Name sagt es schon von alleine, wenn eine dieser Variablen wahr ist, dann ist das Ergebnis wahr und wenn beide falsch sind, dann ist das Ergebnis falsch. Das heißt, bei wahr und wahr haben wir wahr als Ergebnis. Wahr und falsch ist das Ergebnis wieder wahr. Falsch und wahr ist das Ergebnis schon wieder wahr. Und nur wenn beide falsch sind, dann ist unser Ergebnis auch falsch. Der nächste Operator ist der sogenannte Nicht oder Negation. Schreibt man meistens neg oder not oder eben so ein komisches Häkchen in der boolschen Algebra und in der lascheren Schreibweise, wenn ich eine bestimmte Variable habe und die mit diesem Operator versehen möchte, dann mache ich so einen Strich obendrauf. Wie funktioniert dieser Operator? Ich habe in diesem Fall nur eine Variable, das ist die Variable a, und ich habe nur zwei mögliche Werte, nämlich wahr und falsch. Und das Ergebnis von der NOT-Operation ist immer ganz einfach, die invertiert einfach diese Variable. Wenn sie wahr war, dann wird sie falsch und wenn sie falsch war, wird sie wahr. Den letzten Operator, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist der Operator XOR, manchmal auch XODER genannt. In der mathematischen Variante ist das dieses Häkchen wieder für das OR, aber mit einem Strich unten. Und der braucht wieder zwei Variablen, a und b. Und der Unterschied zum richtigen oder ist, dass es sogenanntes exklusives oder ist. Das bedeutet, wenn eine der beiden Variablen eine 1 ist, dann muss die andere eine 0 sein. Die können nicht beide wahr sein. Das heißt, im Unterschied zu dem Und-Operator werde ich hier beim wahr und wahr ein falsch bekommen. Bei wahr und falsch ein wahr, bei falsch und wahr ein wahr und bei falsch und falsch
bekomme ich wieder ein Falsch. Dieser Operator ist besonders beliebt in der Informatik und der Digitaltechnik, weil er zwei Eingänge letztendlich miteinander vergleicht. Wenn man sagen möchte, die sind entweder gleich oder die sind unterschiedlich, dann kann man den XOR-Operator viel besser benutzen, als immer abzufragen, ist der eine 1, dann muss der andere auch eine 1 sein und so weiter. Das ist der Grund, warum wir diese vier Operatoren heute kennenlernen und die sind die Grundlage der Digitaltechnik heute.